Hallo meine Lieben, ich bin total entspannt, komme gerade vom Friseur, also es kann nichts passieren eigentlich. Aber ich habe mal wieder bei TikTok geguckt und ich suche ja Tipps von Leuten, die einem erzählen wollen, wie man abnehmen kann ganz schnell oder irgendwelche Ernährungsmythen, Fitnessmythen und all den Kram. Da gibt es ja ganz viele Horrorsachen auf TikTok. Und ich habe jetzt mit meinem neuen Format Shit or No Shit, schaue ich halt, dass ich mir da alles durchforste. Und wenn ihr mal was findet, wo ihr sagt, Silke, kannst du da mal bitte drauf gucken und mal was dazu sagen, schickt mir das gerne. Aber was ich jetzt rausgekriegt habe, ich habe jetzt eine Frau, also ein Account von einer Frau, die kann alles heilen. Also ich habe mal geguckt, die Frau hat keine Ausbildung, ist also keine Ausbildung im Bereich Ernährung, Ökotrophologie oder hat Sport studiert oder irgendwie sowas. Nein, aber sie sammelt, also bittet die Leute, mit ihr abzunehmen. Sie hat eine WhatsApp-Gruppe und die sollen ihr alle schreiben. Und dann bin ich mal durchgegangen, habe mir mal die ganzen Videos angeguckt. Also da bin ich ja echt ausgerastet. Hier rührt sie sich was ein und sagt, hier, das schmeckt total lecker und es hilft im Fettstoffwechsel. Man nimmt ab, man hat keine Hungerattacken mehr, keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Man nimmt super schnell ab und gesund. Das ist klar, diese Leute wollen Präparate verkaufen. Und wenn mir einer erzählt, dass ich irgendwas trinken muss, um Fett zu verbrennen oder meinen Stoffwechsel anzukurbeln, die meisten Leute wissen gar nicht, was der Stoffwechsel ist. Es gibt nichts, was den Stoffwechsel anregen kann, außer Sport. Und dann wollte ich auf Duett gehen. Also ich wollte das Video von dieser Frau halt, wollte das halt laufen lassen, wollte mich dann daneben schalten. Geht nicht. Also, wenn ihr schon glaubt, ihr wisst, wie man abnehmen kann oder wie man fitter wird und vor allem die Haare sollen schön davon werden, Neurodermitis soll weggehen davon, man soll besser schlafen können. Also, wenn die nicht noch gesagt hätte, davon wachsen grauen Haaren, kriegt man wieder Farbe in den Haaren. Da hätte ich mich nicht gewundert. Aber wenn ihr schon sowas sagt, dann lasst doch mal ein Duett zu. Bei mir ist diese Duett-Funktion total offen. Das heißt, jeder kann meine Videos als Duett benutzen und kann seinen Senf dazugeben. Ich bin mir halt sicher und bin auch mir nicht zu schade, wenn da einer mal irgendwie Kritik äußert. Kann ja jeder machen. Aber gerade so Leute, die verkaufen irgendeinen Scheiß von, ich nenne jetzt keine Namen, aber das sind dann irgendwelche Getränke, das sind dann irgendwelche Kapseln, die man nehmen kann, Finger weg davon lassen. Wenn euch einer erzählt, ihr müsst irgendwas trinken, essen oder was nicht machen, um abzunehmen, ist immer nur Schwachsinn. Also, das war mal nur meine kleine Aufregung. Sorry.